Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bam und Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Showdown. Und zwar diesmal mit dem Showcase von dem guten Sharpedo. Was auch das letzte S-Rank-Showcase vorerst sein wird. Da es jetzt einen neuen Thread gibt, der eine Teambuilding-Competition ist. Und da gibt es jede Woche ein neues Pokémon und das unter anderem auch ich bilden werde. Das heißt, es wird wahrscheinlich jede Woche auch ein eigenes Team von mir geben. Und einfach, weil ich dieses Projekt jetzt vorerst abschließen wollte, ohne Reuniclus, weil Reuniclus bad ist mit Sharpedo und Zoroark im Tier. Ja, werde ich jetzt das Ganze mit Sharpedo abschließen. Und wir haben hier ein Team, um beide Fischchen, einmal physisch mit SD, einmal speziell. Dann haben wir hier ein speziell defensives Chestnut, ein bulkigeres Soulbreaker Salazzle, ein physisch defensives Gligar gegen Heracross und dann noch ein Mixed Defensive Cryogonal. Ich muss ehrlich sein, ich bin sehr, sehr unzufrieden mit dem guten Cryogonal hier. Aber gut, das ist okay. So, übrigens. Das ist der Grund, warum ich unzufrieden bin. Das Flygon hier, wir können das nämlich überhaupt nicht outspeeden, obwohl wir die Chance dazu haben. Das ist, ja. Gut. Salazzle hat natürlich den Vorteil, dass es gerade extrem gut gegen das Team ist von unserem Gegner. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir von dem Cloyster gerackt werden. Das ist ja hervorragend. Gut, die Frage ist, Salazzle hat einen Speed von 117. Ich glaube, ich werde mit unserem Salazzle leaden. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt direkt für einen Acid Downpour gehen kann und das Cloyster killen, falls er damit anfangen will. Damit habe ich zwar unseren Konter gegen das Diancie schon ziemlich früh rausgeschossen. Allerdings sind unsere beiden Sweeper Wasser und ja, obvious things sind obvious, ne? Gut. Genau wie der Switch jetzt hier in das Espeon, da kann ich definitiv auch ohne Probleme in unser Sharpedo wechseln, während er für einen Calm Mind geht. Okay. Ich glaube, Protect ist unser bester Zug. Ich muss dafür gehen. Und ja, ich glaube, Dark Pulse hier ist auch relativ obvious. Wir müssen das Espeon auf jeden Fall ein bisschen schwächen, um es jetzt zu töten mit unserem Salazzle. Oder Salazzle? Salazzle? Oder Bruxish? Na, ich glaube, Bruxish ist ein bisschen besser. Weil ich jetzt hier ohne Probleme für den Aqua Jet gehen kann, um das Espeon zu töten. Wir brauchen zwar unser Bruxish noch, um sein Swallow anzukratzen. Und holy crap, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das Flygon töten soll. Ich glaube, da muss ich mich auf unser Chestnut verlassen. In das ich auch wechseln werde jetzt hier. Und Leech Seed. Definitiv Leech Seed. Und danach in unser Gligar. Geht für eine Dragon Claw. Macht nicht ganz den Schaden, den er sich wahrscheinlich erhofft hat, dass er macht. Und ich gehe jetzt definitiv nochmal für einen Spike, während er für einen weiteren Dragon Dance gehen wird. Wird mich wahrscheinlich wieder nicht ausnocken können. Ich gehe jetzt für einen Drain Punch. Kriegen einen guten Amount von Schaden wieder. Und ich glaube, ein Spike Shield ist jetzt hier am angebrachtesten. So, er hat eine Zitrusbeere auf seinem Flygon. Interessant. Kriegt jetzt hier nochmal ein bisschen Schaden. Bisschen Chip Damage, wie immer. Und eine Dragonclaw sollte jetzt von der Reichweite immer noch nicht ausreichend sein. Wir können wieder ohne Probleme für einen Spike gehen. Kriegen wieder ein bisschen HP zurück. Und ich glaube, wir brauchen das Chestnut nicht mehr. Von dem her, wenn er jetzt hier nochmal für den Dragon Dance gehen will, dann können wir für den Drain Punch gehen, kriegen noch ein bisschen HP zurück. Und ja, essen noch ein bisschen Leftovers.
Sollte er das Swallow reinbringen, dann ja, das ist definitiv auch sein bester Zug. Dann haben wir wie immer ein kleines Problem. Swallow ist einfach zu schnell gerade im Moment. Und, aber er ist ein physisches Set. Er ist ein physisches Set. Das macht das Ganze um so viel einfacher. Weil wir jetzt in unser Gligar gehen können. Auch wenn er Fassade hat, können wir jederzeit wieder unsere Roost drücken. Und wie gesagt, wir sind eigentlich so ziemlich gegen alles gewappnet. Gehen jetzt hier für unseren U-Turn. Obwohl... Nee, ich will eigentlich unsere Tarnsteine noch aufbekommen. Und, okay. Er geht jetzt dafür. Kein Problem. Wir können nämlich jetzt in unser Chestnut wechseln. Second das. Und, wisst ihr was? Ich krieg noch einen Spike auf. Für sein Duplade. Obwohl, Moment. Das Ding ist ein Problem. Ich brauche Leech Seeds. Weil das Ding gerade im Moment plus 2 Defense hat. Das Ding ist ein Threat. Okay, ich glaube unser bester Zug tatsächlich ist gerade für Acrobatics zu gehen. Stealthrock Diamond, Storm und Moonblast. Ich sehe nicht wirklich was, womit er unser Gligar verletzen kann. Vor allem, wenn wir noch mit den Leech Seeds hier agieren können. Ich kann ohne Probleme wieder für die Roost gehen. Die ganze Zeit hab noch 15 Roosts. Er wechselt in sein Duplade. Und wir haben ein Problem. Wenn er jetzt hier für eine Shadow Sneak gehen kann. Holy crap. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben ein großes Problem. Der Fireblast hier muss treffen und wir müssen die Shadow Sneak überleben. Überleben die Shadow Sneak, weil wir eine bulkigere Variante sind. Okay, ich sehe dich. Sludge Bomb ist definitiv unser bester Zug. Falls er sich aus irgendeinem Grund entscheiden sollte, in sein Diancie zu wechseln. Und was ich jetzt machen werde, ist in unser Cryogonal zu gehen. Ich werde versuchen, für einen Rapid Spin zu gehen, um unserem Bruxish noch ein bisschen mehr Longevity zu geben. Kriegt einiges an Schaden auf seinem Diancie. Und wir können in unser Bruxish wechseln. Oder? Können wir in unser Bruxish wechseln? Nee, ich muss für Knockoff gehen. Um das Diancie jetzt hier ein bisschen entfernen zu können. Weiter schwächen werde ich es mit Ice Beam. Sollte er wieder für Tarnsteine gehen, können wir ohne Probleme... Bitte kein Defense Race. Natürlich Defense Race. So, ich muss jetzt hoffen, dass dieser Waterfall hier ausreicht, um ihn zu töten. Er reicht zum Glück. Hätte das nicht gereicht, dann hätten wir ein kleines Problem gehabt mit dem Swallow. Aber so können wir jetzt ohne Probleme für einen Aquajet gehen und das Swallow töten. Hat das Bruxish Crunch? Hat das Bruxish Crunch? Kann Bruxish Crunch? Es kann Crunch. Ich bin ziemlich hin und her gerissen gerade im Moment. Ich hätte sehr, sehr gerne Dazzling. Unglaublich gerne hätte ich Dazzling. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch tun. Einfach aus dem Grund, weil Waterfall und Psychic Fangs sind so nah beieinander und die Coverage ist eh schon so gut. Und ja, okay. Gegen das Venusaur werde ich jetzt wahrscheinlich bereuen. Aber das ist okay. Wir haben immerhin hier noch unser Cryogonal, um ihn da aufzuhalten. So. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne mit unserem Celeste leaden. Oder eben mit unserem Gligar. Das Duplade ist natürlich wieder ein Threat wie eh und je. Holy crap. Ich hätte da wirklich gerne ein physisch defensives Chestnut dafür.
Aber gut. Ja, ich fange mal mit unserem Gleiger an. Er fängt mit seinem Heracross an. Wir können ohne Probleme hier gerade für unsere Tarnsteine gehen. Und ich gehe jetzt einfach mal hier von der Akrobatik. Obwohl, er wird wahrscheinlich gechoiced sein in irgendeiner Art und Weise. Von dem her ist U-Turn wahrscheinlich besser. Er bleibt drin mit seinem Heracross, das nicht gescarved ist. Okay. Okay. muss ich nicht verstehen, glaube ich. Muss ich nicht verstehen. Ich kann jetzt hier eigentlich für unseren Fireblast gehen, während er in seinen Milotic geht. Okay, hat einen Flame Orb. Würde jetzt wahrscheinlich auch für Scald gehen an der Stelle. Okay, ich sehe aber nicht wirklich einen Grund, warum ich. Ah, doch, ich sehe den Grund, warum ich nicht für Nasty Plot gehen sollte. Und der Grund nennt sich Venusaur. Effektiv ist Chestnut unser bester Zug, so wie ich das jetzt sehe. Er geht für Toxin, kann man definitiv so anbieten. Für einen Spike will ich hier. Doch, will ich für eins. Ja, doch, ein Spike geht. Ein Spike geht definitiv. Sollte er jetzt in sein. In sein. Wie heißt das nochmal? In sein Torkoal wechseln, dann haben wir da eigentlich kein Problem damit. So, er geht in sein Heracross. Ich schätze, er wird für einen Megahorn gehen. Während er jetzt in sein Torkoal wechselt. Und ich gehe definitiv jetzt hier für einen Roost. Sollte er nämlich für einen Rapid Spin gehen, dann setze ich einfach wieder meine Tarnsteine auf und hab da eigentlich fröhliches Fasten. Holy crap. Okay. Gut, Sharpedo ist dann definitiv hier unser bester Zug. Hydro Pump ist unser bester Zug. Allerdings kann er natürlich gut sein Torkoal hier retten und. Ah! Verdammt. Ja gut, dann muss ich eigentlich jetzt hier in mein Salazzle gehen. Er kann mit seinem Torkoal eigentlich nicht viel machen, oder? Er kann für Rapid Spin gehen. Ja doch, ich muss für eine Sludge Bomb gehen. Versucht das Torkoal hier zu töten, kriegt die Poison. Ja gut, ich muss nochmal für eine Sludge Bomb hier gehen, oder? Ja. Er geht in sein Heracross. Ich verstehe nicht ganz warum. Weil wir jetzt hier für den Fireblast gehen können. Wir natürlich missen. Er seine Stone Edge trifft und wir sterben. Ah, verdammt. Okay, allzu viele Outs haben wir jetzt nicht mehr hier. Langsam, aber sicher gehen mir die Outs aus. Hydro Pump Miss. Fire Blast Miss. Langsam, aber sicher haben wir ein Problem. Ah, nein, wir haben das Game verloren. Da gab es für uns keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Mit einem. Wie gesagt, die Misses waren zu strong. Das Dublade hätte uns jetzt einfach gerackt. Für das Dublade hätten wir entweder Salazzle oder eben das Sharpedo gebraucht. Und beide Mons haben verfehlt und sind gestorben. Von dem her. Kann man nichts machen. Man kann ja nicht alles gewinnen. So, an der Stelle werde ich jetzt ganz kurz das Video pausieren, bis wir einen Kampf gefunden haben. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So. Ja, hier haben wir einen Kampf gegen Get-A-Though-Days. Was? Get-Ho-Days? Was? Hä? Verstehe ich nicht. Und er hat einen Dagi. Er hat keinen Tiefer. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hallo? Hallo? Wir haben einen Match verloren und sind anscheinend im Bottom-Tier gelandet, der nur ein Relaxo hat, das ein gutes Mon ist. Alles klar, okay. Okay, kann man definitiv so akzeptieren. Gut, er hatten ja einen Mega. Wir gehen erstmal für unsere Tarnstände. Ich sehe nicht wirklich. Ernsthaft? Ernsthaft? Er hat Ancient Power? Ernsthaft? 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 Er geht für Ancient Power. Ancient Power, Jan Mega.
In was für einem Low-Tier, in was für einem Ausmaß an Low-Tier sind wir bitte gerade? Wir sind im Super-Hyper-Low-Tier gelandet. Und können jetzt hier in unser Dreadnought wechseln, können jegliche Attacke, die er uns entgegenwerfen will, tanken und für einen Drain Punch gehen. Holy crap, wo sind wir gelandet? Im Low-Tier des Low-Tier sind wir gelandet. Und er geht in sein Snorlax. In was für einer Welt ist das der richtige Zug? Ich geh erstmal für Lichtschied. In was für einer Welt war das der richtige Zug? Okay, gegen das. Sorry, aber gegen das Delphox können wir ohne Probleme jetzt in unser Sharpedo wechseln. Er geht für einen Call Mind. Wir kriegen wieder ein paar Lefties. Ich werde jetzt einfach für eine Protect gehen, um ihn noch ein bisschen stallen zu können. Weil ich eben Angst habe. Ganz simpel, er wird uns outspeeden, erstens das. Und zweitens habe ich Angst, dass er eine Attacke überlebt. Wir gehen erstmal für einen Dark Pulse, können das Delphox auf jeden Fall ausknocken, auch wenn es bei plus 1 ist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was er machen wollte. Das Snorlax stirbt auch zu einer Hydro Pump. Ich habe keine Ahnung, wie er das Ding wegbekommen will. So, hier hat ein Electabuzz. Okay. Okay, Electabuzz kann ich akzeptieren als Mon. Allerdings kann ich auch ohne Probleme hier in unser Cryogonal wechseln, während er für Discharge. Okay, sorry. Wir können hier ohne Probleme für einen Knockoff gehen, das Electabuzz von dem Evoliten befreien. Jetzt sollte auch unser Sharpedo definitiv das Ding ausknocken. Er geht für einen Voltwechsel. Okay. Will er jetzt in sein Dugtrio Alola gehen? Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sagen werde, aber will er jetzt in sein Dugtrio Alola? Wir kriegen kein Crit auf dem Sharpedo. Und ich gehe weiter für Ice Beam. Wir opfern unser Cryogonal zwar hier, aber ich verstehe nicht wirklich, wo das Problem liegt, dabei das zu tun. So, bei dem Electabuzz werde ich jetzt definitiv nochmal für eine Protect gehen. Einfach aus Prinzip jetzt hier. Und boah, ich weiß gar nicht. Sollte ein Dark Pulse ausreichen? Ich weiß es nicht. Ah nein, ich hab die Power von Sharpedo überschätzt, aber das ist okay, weil wir immer noch unser gutes Bruxish haben. Und wenn ein Waterfall gehen können. Und er ist Scarf! Und nein, er ist schneller. What? What? Er ist schneller? Aber das ist ja egal, weil wir auf jeden Fall schneller als das Dugtrio Alola sind und das ausknocken können. Tangling Hair! Es ist so gut. In was für einem Load hier waren wir dann da gerade? Okay. Okay, jetzt sind wir wieder besser beieinander. Ich hätte gerne Crunch auf unserem Bruxish. Das wirklich sehr, sehr gerne. Okay. Ich hätte wirklich, wirklich gerne Psychic Fang auf Sharpedo. Oder wohl? Dark Pulse. Könnte funktionieren. So, er fängt mit seinem Quillfish an. Wir können erstmal für einen Dark Pulse gehen. Er könnte definitiv hier drin bleiben wollen, gerade im Moment. Weil er weiß, dass er einen Attack überleben kann. Aber dann sieht er den Dark Pulse und denkt sich, oh verdammt. Kriegt er Poison. Okay. Aber mit dem Grund der Poison würde ich sehr, sehr gerne in unser Gligar wechseln, während er wahrscheinlich hier in sein Aromatis wechselt und wir kriegen unsere Tarnsteine auf. Wenn er jetzt hier für einen Wish geht, dann habe ich eigentlich überhaupt gar kein Problem damit. Wir können nämlich jetzt hier erstmal für einen U-Turn gehen. Und unser Bruxish reinbringen. Während er selbst für seine Tarnsteine geht. Das ist ja hervorragend. Ja doch, wir gehen erstmal für einen Wasserfall. Selbst wenn er nämlich in seinen Quillfish oder in seinen
wie heißt es, Drudigon wechseln will, können wir das töten. Und wie gesagt, das Quillfish, sein Spiker, ist damit auch tot. Wir könnten jederzeit für die Psychic Fangs gehen. Wenn er jetzt in sein Cladle wechselt, wird er wahrscheinlich... Okay, er wechselt in sein Jolteon. Okay. Chestnut ist definitiv mein bester Zug hier. Er geht für Shadow Ball. Wir sind Bulletproof. Und wir können für Leech Seeds gehen. An der Stelle. Er geht in sein Kofagrigus. Ich muss sagen, weiß ich nicht warum. Aber ich kann damit leben. Ich kriege nämlich hier meine Spikes auf. Oder einen Spike, besser gesagt. Und so wie ich das Kofagrigus jetzt hier sehe, kann ich eigentlich ohne Probleme hier in mein Salazzle wechseln. Auf dem Will-O-Wisp. Oder er geht in sein Cladle. Das ist definitiv auch möglich. Und ich werde hier Fireblasten. Auch wenn das Cladle das Ganze hier ohne Probleme aushält, ist Fireblast definitiv mein bester Zug. Und ich kann wieder ohne Probleme hier in mein Cryogonal wechseln, während er wahrscheinlich für eine Earth Power gehen wird. Und kann hier vorerst mal für einen Rapid Spin gehen. Oh, er hat einen stimmt, er hat jetzt Kofagrigus. Na, voll vergessen. Volle Kanne vergessen. Ich gehe aber auf jeden Fall hier nochmal für ein Knockoff. Er geht für einen Shadow Ball. Da habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem damit. Ich kann einfach hier für einen Ice Beam gehen, kann ihn eventuell two-hitten. Und solange er keinen zweiten Spedef Drop bekommt, kann ich das Ding definitiv auch besiegen. So. Und hier kann ich jetzt hier für die Recover gehen. Wenn er nämlich jetzt hier in sein Jolteon wechselt, habe ich überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt der Ice Beam aus dem Grund, dass wir ein paar Tarnsteine überleben können. Und das wollte ich, mehr wollte ich gar nicht. Er kann mit seinem Jolteon wieder für einen Shadow Ball gehen. Wir haben ein physisch-defensives Gligar. Brauchen wir das Gligar für irgendwas? So wie ich das gerade sehe, eigentlich nicht. Und ja, er wird hier für den Voltwechsel gehen. Wir können für die Tarnsteine gehen, während er in sein Cladle wechselt. Und der U-Turn ist definitiv obvious, aber ich glaube, dass es unser bester Zug ist. Und ich werde auch direkt in unser Cryogonal wechseln. Während er für ein Toxin geht. Ich gehe für Ice Beam. Ich gehe definitiv für Ice Beam. Es ist mein bester Zug. Wenn das Cladle stirbt, dann ist es okay. Wenn nicht, dann... Schade. Kann ich... selber hier für meinen Rapid Spin gehen. Weil er, obwohl er seinen Tarnstein-User noch hat, ist es trotzdem besser, jetzt hier in unser Gligar zu wechseln und für die Tarnsteine zu gehen. Und dann wieder raus zu U-Turnen und so weiter und so fort, das Ganze zu machen. Als dass wir was anderes machen. So, wir können jetzt hier auf jeden Fall für den U-Turn gehen. Ich glaube, unser Salazzle ist unser bester Zug. Wenn er nämlich hier für den Moonblast gehen will, dann macht er absolut keinen Schaden. Und ich kann für Sludge Bomb gehen und das Aromatis extrem schwächen. Er geht in sein Cladle, opfert das Ganze. Das heißt, no more Hazard Removal for him. Und bei seinem Drudigon ist es eigentlich ein einfacher Wechsel in unser Chestnut. Obwohl wir speziell defensiv sind. Wir kriegen zwar einiges an Schaden, aber wir können für Spikes gehen. Das ist das Gute dran. Wir wollen diesen einen Spike auf jeden Fall haben, um ihm... Er hat Fire Punch. Interessant. Definitiv interessant. Kann ich erstmal auch hier nochmal für einen Spiky Shield gehen, während er für seinen Fire Punch geht, um hier nochmal für Leech Seeds zu gehen. Er wird uns nämlich nicht töten können. Und wir können nochmal für einen Spiky Shield gehen. Wenn er nämlich in seine Aromatis wechseln will, dann ist unser Salazzle definitiv wieder unser bester Zug.
da wir den Moonblast ohne Probleme tanken können und ich will jetzt irgendwas mit Acid Downpour töten. Und das Aromatis ist es anscheinend. Destroyed. Und ab dem Zeitpunkt jetzt hier können wir eigentlich sicher sein, dass wir das Spiel hier ohne Probleme gewinnen. Da wir jetzt in unser Chestnut gehen können, auf seinem Voltwechsel, das ist gar kein Problem. Weil ich jetzt hier nochmal für ein Spiky Shield gehen kann, bisschen cheeky bin. Und er kriegt nochmal ein bisschen Schaden. Zack. Kann jetzt hier auch das Sharpedo opfern gleich. Sodass er nochmal dann mit unserem Chestnut den Spiky Shield Damage bekommt. Und er hat keine Chance. Er hat Zack. Er hat richtig predicted. Wisst ihr was? Aber ich gehe trotzdem für den Drain Punch. Das knockt das Dradigon sogar aus. Und er hat einen Rocky Helmet. Und er kann nichts machen, außer aufzugeben. Okay. Also auch ein Match werde ich noch machen. Die Nische, die das Chapido hier hat, das wir gerade benutzen als Intro, hat die Nische über das physische Set, dass es zwar schwächer ist, allerdings hat es Access zu Ice Beam. Und Ice Beam bewirkt, dass es um das Chestnut viel, viel einfacher rüberkommt. Und es ist einfach nicht so oft gesehen. Das spezielle Set muss man immer. Zack! Zack! Come on! Komm, jedes Mal! Jedes Mal kämpfe ich gegen Zack! Come on! Das gibt's doch nicht! Das ist. Und er spielt's. Er spielt's doch! Oh Mann. Zum Glück haben wir unseren Stallbreaker. Aber er spielt AIDS. Okay, gut. Mit was können wir denn anfangen? Wir könnten mit unserem Sharpedo anfangen. Das wäre okay-ish. Aber er hat das Pyukumuku. Ah! Mein Gott. Okay, gut. Ich glaube, ich werde erstmal mit unserem guten Chestnut anfangen. Und erstmal für den Spike gehen. Ich glaube, Spike ist hier definitiv unser Mon der Choice. Auch wenn er ein Toxin drauf aufkriegt, gut, kann man definitiv so anbieten. Kann ich trotzdem in unser Sharpedo wechseln, oder? Ja, doch. Kann ich hier ohne Probleme in unser Sharpedo wechseln, während er in sein Gligar geht. Und kann jetzt hier direkt für den Ice Beam gehen. Wenn ich das Gligar töte, dann wäre das richtig gut. Eigentlich würde Schwächen auch schon reichen. Aus dem Grund will ich auch für den Dark Pulse gehen. Wenn er nämlich in seinen Milotic wechselt, dann kriegt das trotzdem ein bisschen Schaden. Ein bisschen, so ein bisschen. Ganz, ganz wenig. Und ich muss eigentlich schon in unser Gligar wechseln, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Selbst wenn er jetzt hier für die Scald geht. Ich hoffe, dass ich ihn einfach nur dazu baite, dass er für Scald geht. Wenn ich ehrlich bin. Sodass ich jetzt für Tarnstände gehen kann. Und ja, habe ihn gebaitet. Wenn er den Burn kriegt, okay. Gut, kann man definitiv nicht viel machen. Ich kann allerdings jetzt für den U-Turn gehen, während er in seinen Gligar wechselt. Yum! Und werde jetzt hier wieder in mein Sharpedo zurückwechseln. Und Ice Beam muss jetzt hier sein. Auf das Gligar. Er weiß wahrscheinlich, dass ich ihn habe. Allerdings ist es zu risky, da unser Gligar wahrscheinlich keinen zweiten Hit mehr überleben wird. So, geht wieder wie erwartet in sein Milotic zurück. Und ich muss ihn jetzt einfach Dark pulsen.
Okay, er geht für Recover. Meine Win Condition ist definitiv eins von diesen beiden Mons. Entweder mein Salazzle oder mein Bruxish. Okay, was ich auch machen kann, ist jetzt in meinen Cryogonal zu gehen, während er für eine Scald geht. Um jetzt... Na... 100% Burn Rate. 100% Burn Rate. Um jetzt hier für einen Knockoff zu gehen. Wenn er nämlich jetzt hier in seinen Gligar wechseln würde, dann hätte das den Nachteil für uns, den Vorteil für uns, dass wir ihn Ice Beamen können direkt. So, und auf dem Registeel. So, ich kann eigentlich jetzt in mein Salazzle wechseln, oder? Ja, doch. Ich kann eigentlich jetzt in mein Salazzle wechseln. Er geht für den Seismic Toss. Oh, das ist ärgerlich. Das ist nervig. Das ist definitiv nervig. Er könnte auch Donnerwelle haben. Na egal, ich gehe für Sludge Bomb. Ich gehe für Sludge Bomb. Das ist, glaube ich, unser bester Zug. Weil er, wenn er in sein Umbreon geht, nicht die Chance hat, dass er sich heilt oder was anderes heilt. Das ist das Wichtige an der Sache jetzt. Wechsel in sein Pyukumoku. Richtig gut. Das können wir jetzt töten. Nice an der Stelle. Ich könnte das aber auch... Moment. Hold up. Pyukumoku kann, glaube ich, meines Wissens nach... Pyukumoku... kann das Ding eine Damaging Attacke? Counter. Nein, kann es nicht. Dann kann ich jetzt eigentlich hier für einen Nasty Plot gehen. Das Pyukumoku ist für mich jetzt nicht wirklich ein großer Threat. Vor allem, weil es 24% Damage kriegen wird. Ich kann mir natürlich jetzt auch vorerst mal... falls er das Pyukumoku preserven will, das Ganze aufhalten, aufheben und er geht jetzt hier in sein Milotic. Interessant, weil wir jetzt wieder in unser Cryogonal hier wechseln können, auf seiner Scald. Und ich kann erstmal den Damage hier wegrecovern. Wird wahrscheinlich wieder in sein Registry wechseln. Er geht in sein Cresselia, was wir definitiv jetzt gleich erstmal knockoffen werden. Und ich hoffe, er ist keine andere Variante. Gut ist er nicht. Er ist eine Moonblast Variante. Und er hat kein Item. Okay, er hat kein Item. Definitiv interessante Wahl. So, das Bruxish könnte jetzt theoretisch sweepen. Wir müssen nur noch eine Gelegenheit finden, mit dem Ding aufzusetzen. Aber gegen was bekommen wir die? Das ist die Frage. Eigentlich auch nur gegen das Cresselia. Okay, was ich jetzt machen kann, ist in unser Gligar zu wechseln und dann erstmal für einen U-Turn zu gehen. So kriege ich eventuell ein bisschen Chip-Damage auf das Cresselia. Bin vielleicht auch langsamer. Weiß ich nicht. Als das Cress. Obwohl, ich kann jetzt auch hier für Roost gehen. Wenn er nämlich jetzt auch hier in seinen Gligar wechselt. Oder wechseln sollte. Dann habe ich zwar hier ein bisschen Momentum verloren gerade im Moment. Allerdings kann ich hier auch wieder für die Tarnsteine gehen. Und werde dann wieder sofort hochspiken. Er geht für einen Knockoff. Okay. Er bleibt wahrscheinlich drin und geht jetzt für einen Defog nochmal. Aber das ist eigentlich die Opportunity, die ich eigentlich haben wollte, oder? Ah nein, er hat Knockoff. Egal, vielleicht hat er Angst.
Vielleicht hat er ja Angst. Und ich kann jetzt hier für einen SD gehen. Während er in sein Umbreon wechselt. Okay, das ist jetzt die Chance. Das ist jetzt die Chance, die wir haben wollten. Um sein Umbreon loszuwerden. Er geht für Foulplay, knockt uns aus. Das ist okay. Aber was wir jetzt hier machen können, ist... vorerst hier für einen Taunt zu gehen. Oh, okay. Okay. Kann man definitiv so anbieten. Ich kann für einen Nasty Plot gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass er an der Stelle nochmal protecten wird. Wird wahrscheinlich sofort für einen Foulplay gehen. Ja. Wished nochmal. Okay. In was könnte er denn wischen? Wisst ihr was? Ich benutze Acid Downpour. Das ist mir jetzt egal. Ich versuche das Milotic zu töten. Und es klappt nicht ganz. Nein! Egal, ich werde auf jeden Fall für eine Sludge Bomb gehen. Ich hoffe auf die, dass wir eine Scald überleben können. Können nicht überleben. Schade. Und das war eigentlich GG an der Stelle. Außer wir kriegen jetzt hier nochmal den Flinch. Oder wir critten ihn. Okay. Sind wir dadurch also wieder im Spiel? Es könnte sein. Es könnte sein, wenn ich gut double, dass wir sein Team dadurch brechen können. Kann sein, muss aber definitiv nicht sein. Weil sein Gligar definitiv noch ein Problem ist. Und er unser Chestnut getoxicked hat. Das ist auch definitiv ärgerlich. Aber das Cryogonal ist definitiv gut. Und irgendwie werden wir das Registry mit unserem Drain Punch eventuell auch irgendwie runterkriegen. Ich weiß es nicht. Er geht für einen Wish. Ich werde definitiv jetzt hier für einen Spike gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen Grund, warum er nicht den Gligar wechseln sollte. Geht für ein Foulplay. Okay. Was ich jetzt machen kann, ist sofort in unser gutes Cryogonal zu wechseln. Und ich werde definitiv hier erstmal Ice beamen. Ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun. Wechselt in sein Umbreon. Und wir freezen das. Okay, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Dieser Freeze ist richtig, richtig gut. Vor allem, wir kriegen jetzt erstmal hier einen Knockoff auf seinem Umbreon und können noch ein bisschen Ice beamen. Müssen natürlich hoffen, dass er nicht auftaut. So, zweimal Ice Beam noch. Und dann ist es vorbei mit seinem Umbreon. Und anscheinend haben wir Glück. Und kriegen sein Umbreon down. Nice. Sein Wishmaster ist auch down. Das heißt, wir haben nur noch... Wir haben jetzt eine Win Condition in unserem Sharpedo. Das ist definitiv nett. Das ist sehr, sehr nett. So, er geht jetzt für seine Tarnsteine. Ich werde erstmal für unsere Leech Seeds gehen. Sollte er nämlich jetzt für was anderes gehen, dann können wir ohne große Probleme da jetzt drum rumkommen. Und wir kriegen seine Tarnsteine weg, wenn er defoggen will. Das ist das Gute dran. Er geht für Knockoff. Gut, kann man verstehen. Ich gehe für Tarnsteine. Geht jetzt hier für einen U-Turn, während er für einen Defog geht. Kriege wieder ein bisschen AP mit meinem Sharpedo zurück. Zieh jetzt den Double in unser Chestnut. Während er in seinen Registeel wechselt. Gehe für einen Spike. Während er für einen Seismic Toss geht, okay. Ich könnte jetzt hier definitiv für einen Drain Punch gehen, aber ich glaube, Cryogonal ist der bessere Zug. Ist der besserere Zug. Und, das Gligar stirbt gegen alles, was ich ihm entgegenwerfen will. Ich
Ich werde erstmal das Cresselia ein bisschen versuchen zu schwächen. Okay, einmal werde ich noch für Ice Beam gehen. Obwohl, nee, ich muss jetzt in mein Gligar wechseln. Während er für Moonlight geht und... Ich glaube, ich muss für einen U-Turn gehen. Während er für einen Magic Code geht, okay. Und ich glaube, ich krieg's nicht besser gegen das Cresselia hin. Ich muss jetzt hier meine Chance ergreifen und für einen Dark Pulse gehen. Versuchen, den Flinch zu bekommen. Weil wir die Moonlights nicht outstallen können. Bitte Flinch, bitte Flinch, bitte Flinch! Nein! Twinkle Tackle, ja, das ist definitiv ein Todesmon. Und jetzt muss ich hoffen, dass wir entweder einen Crit bekommen mit dem Ice Beam oder noch einen Freeze. Ah, das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Ja, da ist der nächste Freeze. Okay. Okay. Ice Beam! Go! Ice Beam! Okay. Und das Registeel, das... So, ja, das ist das Registeel, ne? Das Registeel. Das gute Registeel. Was wir jetzt machen müssen, ist jetzt den Double in unser Cryogonal zu ziehen, während er nochmal für einen Seismic Toss geht. Interessant. Okay, die Recover ist jetzt obvious, aber die muss ich tun. Und ich kann so oft recovern, wie ich will. Das ist das Gute dran. Kann ihn aus seinen Seismic Tosses outstallen und werde auch jetzt sofort hier wieder zurück in meinen Gligar wechseln. Während er hier nochmal für einen Seismic Toss geht. Ich werde jetzt für U-Turn gehen. Auch wenn er mich töten kann, werde ich das. Ja, doch. Ich muss hier für einen U-Turn gehen in unser Cryogonal. Während er wieder für Tarnsteine geht. Okay, soll von meiner Seite aus okay sein. Ich gehe für den Rapid Spin. Wenn er nochmal für einen Seismic Toss geht, kann jetzt hier jederzeit nochmal für einen Recover gehen. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen ein PP-Stall. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen PP-Stall. Das Gute ist, ich habe noch mehr Mons als er. Von dem her kann ich jetzt ohne große Probleme für meine Knockoffs gehen. Und zwei Seismic Tosses sind effektiv eine Recover bei mir. Ich weiß nicht, ob er das schon gemerkt hat, dass er jetzt ein PP-Stall wird. Ich weiß aber nicht, ob er schon gemerkt hat, dass ich den wahrscheinlich gewinnen werde. Okay, er zeigt Protect. Das ist gut, das ist ein Low-PP-Move. Und er hat noch 18 Seismic-Tosse, die kann ich out-recovern, das ist gut. So, und ich habe hier größtenteils nur hohe PP-Moves, zum Beispiel Rapid Spin. Ist ein extrem hoher PP-Move. Und wie gesagt, Recover, ich kann seine Seismic-Tosse aus-recovern. Das ist kein Problem. Kann jetzt hier nochmal für einen Knockoff gehen. Auch wenn das nichts mehr macht. Knockoff brauchen wir nicht. Recover hier ist natürlich Pflicht. Ich wollte nur nicht ein bisschen ein paar Leftovers verschwenden. Kann jetzt hier nochmal für die Recover gehen. So. Ich glaube, das ist sehr relativ eintönig. Wir haben 6 Recover. Sollte hinkommen. Sollte hinkommen. Eventuell werden wir ein bisschen niedriger sein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie wir da rauskommen. Mit den Seismic Tosses. Unser Cryogonal müssen wir auf jeden Fall am Leben behalten. Das weiß ich. So viel ist klar. So, geht jetzt nochmal für Seismic Toss. Macht jetzt nochmal ein bisschen Schaden.
Er wechselt jetzt in seinen Gligar. Und ich gehe für den Ice Beam. Noch ein Freeze wär toll gewesen. Er hat Arrest? Ich weiß nicht, ob er Arrest hat. Ich weiß es wirklich nicht, ob er Rest hat. Aber ich kann jetzt hier nochmal für Ice Beam gehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch... Ja. Ich glaube, das war jetzt, dass er aufgegeben hat. GG. Double Freeze. Ah, toll. Double Freeze war definitiv toll. Und Cryogonal. Im Alleingang. Ach, schön. Das letzte Match gegen Zack war toll. Und ja, über Hex darf man sich eigentlich nicht freuen, aber er hat Stall gespielt. Und auch wenn ich sehr, sehr gerne Stall spiele, er hat Stall gespielt. Okay. Ja, das war eine lange Folge. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.